Boah, es wird Zeit für einen neuen schönen Burger Deluxe. Boah, sie hat eine Hartbratensoße. Aber das Fleisch muss auch noch gemacht werden. Viel Spaß dabei. Es geht jetzt los. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Klappo. Tada. Night. Schuh. Kohle rein in beide Lümmel, ja. So, den anderen brauchen wir später. Ihr seht, einen Topf. Da brennt was anderes drauf. Jetzt machen wir erstmal schöne Bratensauce, Freunde. Bei der Macht vom Bacon! Ich habe die Kraft! Ganz genau, ich habe keine Knochen zur Hand, aber dann nehme ich einfach Bacon drauf. Genau, ein kleines schönes Söschen bauen wir hier. Ah, oh, die Ladung hier. Tomatenmark wieder rein. Suppengrün muss da rein. Ja. Na komm, Quetscho. Man kann jetzt auch Knochen auskochen über Stunden, aber es soll ja für einen Burger sein, da muss er ein bisschen schneller gehen, Freunde. Ne? Manche nehmen sich so eine fertige Bratensauce, geht alles auch, Freunde. Aber wir machen hier eine schnelle selber hier. So, Zwiebeln rein. Genau. Richtig, jawohl. Der Bacon gibt gut Geschmack, Freunde. So muss das sein. So, jetzt ist Suppengrün da rein, was man so kaufen kann. Jetzt haben wir hier ein Fleischfond natürlich, ne? Und einen ordentlichen Schuss Rotwein. Das gibt ein schönes Söschen für Söschen, Freunde. So, lassen wir immer ein bisschen weich kochen, den ganzen, das ganze hier Gemüse, ne? Reduzieren. Greg Fire rein hier. Salz dazu. Das Greg Spice, ne? Mal so ein bisschen griechisches Söschen für Söschen, ne? Angehaucht. So, Salz dazu. Und zack, Deckel schließen. Oh, hier im anderen Topf ist eine andere Folge drin, Freunde. Überraschung, was? Deswegen schiebe ich den mal zur Seite. Andere Folge hier. So, wieder noch ein Schüsschen Wein dazu. Reduzieren lassen das Ganze. So, machen wir hier Butter mit Mehl hier. Dann wollen wir ein bisschen andicken hier, ne? Freunde, das Gesößchen, ne? Oh, also Mehlbutter da. So kleine Kügelchen machen und die dann da reinballern, ne? Ihr seht schon, es reduziert ja ganz gut hier. Und das soll auch so sein. Oh, perfekt. So, schön umrühren ja alles. Ja, so muss das sein. Oh, so muss das aussehen. Sieht aus wie Gulasch, ist aber nicht. Ne? Ja, dickes Gemüse, ne? Also ein bisschen pürieren gehen hier, ne? Vollgas, Freunde. So, mein Akkupürierer mit Kabel dran, der lunzt das hier. Jetzt püriert man das schöne Söschen hier. Ja, wenn man es da richtig durch hat, kann man noch einen Schuss Wein da reingießen hier. Das ist ein bisschen dickflüssig geworden. Aber kein Problem, das rühren wir ja alles unter. Richtig, oh, das ist ein schönes dickflüssiges Söschen, ein bisschen grober als man so kennt aus dem Laden. Aber dafür ist es selbst hier Lunst, ne? So, Freunde, ne? Oh, was ein schöner Genuss. Abstreifen, ein paar Kohlen oben drüber hier, wir wollen noch einen Burger machen, Freunde. Hier. Ein bisschen Glut war noch da. Planscher drauf hier, Freunde. So, zack, erstmal den Bacon anknuspern hier. Oh, das macht Freude. Ach, so ein Burger auf dem Klapper ist doch mal wieder ein Genuss, Freunde, oder? So, Bacon runter hier, vielleicht nochmal umdrehen, ja genau. Den haben sie aber dünn geschnitten hier wieder vom Berg aus, ne? Dieser Bacon. Auch nicht mehr das, was er mal war. Muss ich mal wieder selber wegen machen. Demnächst, Freunde. Aber das wird wohl für einen Burger reichen. Hey, da ist mir einer abgehauen. Den schnapp ich mir. Extra Bacon muss her. Und ein paar Pilze, Freunde. Wer die nicht mag, lässt sie einfach weg. Das sind Pfifferlinge. Die lassen mal ein bisschen den Baconfett mit anschmoren. Hier ist ja genug Platz auf der Platte hier. Genau. So, oh ja. So. Oh je, je. Muss es sein. Ein bisschen umrühren hier. Ja. So. Komm schon. Oh, sieht das gut aus. Jawohl. So muss es sein. Jetzt das ganze Gefährt runter da. Ja, hab auch den anderen Bacon drauf. Da hat man jetzt die Pilze mit dem Bacon vermischt. So, kommt, Pfifferlinge, drauf mit euch. So.
So, Freunde, hier, ich habe versucht, noch das Baconfett einzusammeln. Hat nochmal geklappt hier. Einmal nochmal rüber gestrichen. Ja, so ein bisschen. Nächste Brötchen. Musste der Buttermaster mal wieder ran. So, Freunde, okay. Vier Brötchen mal geknuspert. Salz da auf die Platte drauf hier. So, ne, zack. Und dann kann gepresst werden, Freunde, ja, endlich. Die Super Burger Presse Deluxe. Muss mal wieder zum Einsatz kommen. Wir pressen uns ein paar oben, noch ein bisschen Salz oben drauf. Ja, ein bisschen viel, aber macht nichts. Das gibt Geschmack. Oh, und jetzt, Freunde. Voila. Ja, schön pressen. Hier klappt es direkt auf der Platte, Freunde. So wird's gemacht. Und das Gute, er behält noch die Form. Ihr seht, zack, perfekte Rundung. Und jetzt hier den nächsten auch noch mal ein bisschen. Oh, ein bisschen hier. Los, gib Gas. Jawohl. Voila. Und noch ein. Tada, alle gepresst. So, mal kurz umwenden hier die Dinger. Oh, perfekt. Drei Stück ballern wir hier ein bisschen Pfeffer oben drauf. Muss das sein? Zack. Ja, super. Jawohl. Drehen wir auch noch mal kurz rum hier. Und hier. Und fertig sind sie, Dinger hier. So, jetzt haben wir hier unsere Bratensoße. Einfach da reinpacken in die heiße Soße. Ein bisschen unterdrücken. Ja. Voila. Jetzt kann man es hier noch ein bisschen verdecken hier. Also man versenkt die da quasi in der Bratensoße. Ne? So, und dann ein bisschen Soße drüber. Hier, Planscher kann raus. Kann man hier schön das Gitter wieder reinmachen. Und dann lassen wir es noch ein bisschen da vor sich hinschmoren im Topf. Die Burger sollen ja auch ein bisschen Saft aufnehmen. Oh, noch ein paar Minuten schmoren lassen. So, zack, da steht er auch schon wieder. Er kommt! Nightshoe. Ein Mann und sein Handschuh kämpfen gegen das Unrecht. Sie kommen direkt aus der Foundation für Lunsen und Wemsen zu euch. So, aufdecken. Ab geht die Post. Okay, ich habe alle Zutaten zusammen. Parmesan. Brötchen drauflegen. Mehr Parmesan. Was? Das war's? Ja, habe ich schon gemacht. Noch ein bisschen Feldsalat da oben drauf. Ja, für die Optik, ne? Jetzt muss man versuchen, die da ganz rauszukriegen. Waren sie ganz? Ah, die Burgerpresse hat gut gepresst. So. Die sind schön glasiert mit einem Söschen fürs Höschen. Die legt man da oben drauf. Oh, Freunde, ein Genuss, sage ich euch, ey. Das müsst ihr mal ausprobieren. Könnt ihr perfekt vorbereiten für die ganze Bande. Einfach mal den Topf holen und die Burger rauslunsen. Oh. Ja, Parmesan oben drauf, Freunde. Ja, es gibt nur gleich das Bacon-Gemisch hier. Ne? Hier, Pfifferlinge. Wer will, kann sie wieder weglassen. Bacon und ein paar Pilzchen da oben drauf. Ne? Oder man trinkt das Pilzchen einfach anstatt. So was, ein paar Zwiebeln drauf. Ja, kommt schon hier. So muss das laufen, Freunde. Jawohl. Und jetzt ein Klecks Soße oben noch in den Deckelchen rein hier. So, hier auch nochmal. So, ihr seht, es dampft. Lass Dampf ab, Bennett. Deckel schließen. Und hier haben wir die drei von der Tankstelle. Na, was sagt er dazu, Freunde? Das ist ein Genuss, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, diese Bratensoße, dieser Burger, der saugt richtig das Söschen auf, Freunde. Ihr müsst das mal probieren. Brad the Hitman Hart Bratensoßen Burger Deluxe. Rezept wieder in der Infobox, wie immer, ne, Freunde? Boah! Na, sieht das nicht gut aus? Na, guck doch erstmal runter hier. Den nehme ich mir hier. Also das Gefährt hier. Das nicht ein Apparat? Ja, da beiß ich mal gerne rein, Freunde. Ich würde mal sagen, es ist Zeit für ab in den Hals. Das ist ein geiler Burger. Die Bratendose, der Bacon. Der Burger, das Fleisch ist richtig gesaftet mit der Soße. Freunde, das müsst ihr testen. Boah, ich beiß noch mal rein. Und für Pilzhasser, also Pilze,
Die schmeckt da gar nicht. Einen schneide ich natürlich noch an, wenn ihr wollt. Wenn euch der Anbiss nicht reicht. So, hier, ich schneide mal einen durch hier für euch. So, will schon ein Messer ran da. Na komm. So, oh, oh, oh. Also gucken, dass man den nicht zerpresst hier. Eieiei, sieht der gut aus. So, da ist er. Oh, da fällt so ein Gürkchen raus. Russian Standard probiert auch nochmal. Daumen hoch, was sagt er? Einfach nur Russian Standard. Boys and Girls, ballert euch rein, Freunde. Ich hoffe, dieser Bratensoßen-Burger hat euch gefallen. Lasst den Daumen nach oben brennen, abonniert diesen Kanal für weitere heiße Videos. Genaue Infos wieder in der Infobox, Freunde. Bis bald. Zünden.